Reisen des Lichts. Webseite www.voyageoflight.blogspot.com. Es geht hierbei um unsere Reise in die fünfte Dimension. Eine Veröffentlichung vom Samstag, 4. Januar 2020 an alle guten Menschen von Alushka. An alle guten Menschen. Bald werden wir in das goldene Zeitalter hinübergehen. Wir haben Anweisungen für euch, um gegenüber dem System zu gewinnen. Die Antwort auf die wichtigste Frage von allen ist einfach. Warum wurde ich geboren und was suche ich auf diesem Planeten? Weshalb bin ich hier? Wie funktioniert das System? Alles beginnt mit der Geburt eines Kindes, dessen Seele im dritten Monat der Schwangerschaft mit Hilfe eines Energiecodes im Bauch der Mutter in den Fötus eintritt. So beginnt das Spiel für jeden Einzelnen. Jeder von uns hat zwei Gehirnhälften, die rechte und die linke. Die rechte Hemisphäre ist intuitiv und die linke ist logisch. Nach der Geburt beginnt für jeden Menschen ein Kampf, in Anführungszeichen, bei der Entscheidung zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Die Intuition sagt normalerweise etwas völlig anderes als die Logik. Bei den meisten Menschen gewinnt die Logik, weil sie dem herrschenden System entspricht, das uns dementsprechend erzieht. Unmittelbar nach der Geburt wird das wehrlose Kind von einem System, wir nennen es die Matrix, mit einer furchterregenden Kraft angegriffen, die das Gehirn des Kindes und vor allem die Zirbeldrüse und seine Intuition blockieren soll. Das Kind, das ursprünglich als König und vollkommener Souverän geboren wurde, wird von seinen Eltern gelehrt, dass es völlig dumm, abhängig und unfähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Deshalb muss alles von anderen für ihn entschieden werden, ja, für ihn das Kind. Wenn das Kind Unzufriedenheit zeigt und anfängt zu streiten oder zu weinen, wird es bestraft. Das ist eine grundlegende Vorbereitungsstufe für eine weitere Monotrisierung, also Vorbereitung im Sinne des Systems eines kleinen Menschen. Denn um ein vollständiges Programm aus der Matrix zu akzeptieren, muss es sich zunächst innerlich selbst verleugnen. Um zu verstehen, dass es unwürdig, minderwertig, dumm und nutzlos ist. Man sagt, wir sollten dankbar sein, dass wir ein System haben, das uns sagt, wer wir sein sollen, was wir glauben müssen und was wir mit unserem Leben zu tun haben. Man sagt ihnen, dass sie nichts Neues mehr erfinden müssen, weil andere Menschen, die das viel mehr verstanden haben als sie, schon vor langer Zeit alles für sie erfunden haben. Also wäre es Zeitverschwendung. Viele Menschen halten das Selbstdenken dann für unnötig. Manche sind sogar dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Sie müssen immer jemand anderen fragen, was sie tun sollen. Verantwortung für ihr Leben und ihre Gesundheit zu übernehmen, macht vielen Menschen Angst, wirklich Angst. Zur großen Freude von Apotheke, Kirche und anderen Systemen, die den Menschen Energie, Zeit, Gesundheit und Geld entziehen. Dabei geht es nicht nur darum, wie Einzelpersonen, die für das System nicht gefährlich sind, aufgezogen werden, sondern sie bilden auch das System selbst. Das Individuum wird in die Hände der Sklaverei geworfen und in eine Person verwandelt, die perfekt für das System geeignet ist. Fragen Sie, warum? Weil Sie wollen, dass man der Sklaverei nicht entkommen kann. Das ganze System ist pyramidenförmig aufgebaut. Da unten gibt es gewöhnliche Menschen und da oben gibt es Menschen, die da unten kontrollieren. Es gibt zwei Pyramiden in diesem System. Die mittlerliche und die sekundäre. Beide Pyramiden müssen umgangen werden. Man darf sich in ihnen nicht verlieren. Das System versucht, Sie, also euch, auf alle möglichen Arten daran zu hindern, sie zu umgehen, diese zwei Pyramiden, und stellt ihnen Hindernisse in den Weg, Versuchungen und manipulative Ansprüche.
Es gibt ihnen Kredite, um sie zum Sklaven des Geldes zu machen. Es stiehlt ihnen ihre Zeit, damit sie keine Gelegenheit bekommen, ihre wahre Mission zu erfüllen und den Grund zu finden, warum sie hier auf Erden geboren wurden. Ein Überfluss an Zeit für die Menschen ist reines Gift für das System. Es bietet ihnen einen verlockenden Job oder ein Projekt, das sie nicht ablehnen können, oder vielleicht freudige Hobbys, von denen sie besessen sind und mit denen sie ihre Zeit verschwenden können. Die mütterliche Pyramide wird von 6 gefallenen Engeln beherrscht, deren Befehle vom Vatikan empfangen werden. Der Vatikan gibt sie dann auf andere, sekundäre Ebenen weiter. Die sekundären Ebenen sind Kirchen, Regierungen, Polizei, Gerichte, Schulen, Gesetze, Büros, Soldaten und alle Behörden, die die Menschheit kontrollieren und einschränken. Ein weiterer Fallstrick des Systems wird Pendel genannt. Jetzt sprechen wir über mechanische Schäden an Menschen. Das sind Autounfälle, Morde und andere, die sie daran hindern werden, ihren Weg als Menschen fortzusetzen. Man bekommt giftige Nahrungsmittel angeboten und wenn man sie isst, gerät man in eine sekundäre Pyramide. Die sekundäre Pyramide soll all die Menschen einfangen, die nie in die Fänge von Geld und Krediten geraten sind und sich nie ihre Zeit stehlen ließen. Ihr Körper würde nach ungesundem Essen anfangen zu verblassen. Ihr Gesicht wird sich verschlechtern, ihr Geist wird sich verschlechtern und sie werden einen Arzt aufsuchen. Die sekundäre Pyramide ist ein gigantischer pharmazeutischer Apparat mit all seinem Hoffen in Form von Ärzten und Giftpillen. Jeder Mensch ist für seinen Körper verantwortlich und darf ihn niemals in die Hände eines anderen Menschen legen. Zu jeder Zeit versucht das System, ihre Seele zu stehlen. Manche Menschen verkaufen sie sogar freiwillig im Tausch gegen Geld und Ruhm. Aber keine Sorge, diese Botschaft ist eigentlich sehr konstruktiv. Sie wurde auf Wunsch eines Indigo-Mädchen erstellt, das wir persönlich kennengelernt haben. Sie hat enorme übersinnliche Fähigkeiten, sie kann schweben, astralreisen, aber vor allem, sie ist hellseherisch. Das Mädchen sah die Zukunft dieses Planeten und bat uns, diese Botschaft an die ganze Menschheit weiterzugeben. Warum die Matrix geschaffen wurde? Stellen Sie sich einen Rat von 7 Ältesten vor, die um einen runden Tisch sitzen. Unter ihnen herrschen nur Liebe und gute Absichten. Sie sind daran interessiert, ein neues, übergeordnetes System zu etablieren. Und sie haben sich darauf geeinigt, wie es aussehen soll. Da sie sich aber nicht sicher sein können, wie das Ergebnis aussehen wird, stimmten sie alle zu, zunächst einen Probelauf zu versuchen. Das ist die beste Lösung, um etwas aufzubauen, das keine Fehler aufweist und so lange wie möglich lebensfähig ist. Deshalb spaltete sich der Ältestenrat in eine konstruktive und in eine destruktive Seite, um ihre Rolle in einem gefährlichen Spiel namens Matrix zu spielen. Das weiseste und respektvollste Mitglied des Rates schlug vor, dass er gegen den Rest allein bleiben würde. Alle stimmten dem zu. Seine 6 Brüder beschlossen, bis zum Äußersten für die destruktive Seite zu spielen. Es ist ein Spiel von kosmischer Bedeutung und für die Zukunft der Menschheit ist es unwiederholbar. Man kann dankbar sein, dass man die Gelegenheit hatte, daran teilzunehmen. Das Universum ist eine riesige Familie von vielen Billionen Mitgliedern. Der Rat der 7 hat uns erlaubt, freiwillig an ihrem Spiel teilzunehmen. Nichts, was Sie hier sehen, ist real. Es ist eine Simulation. Derjenige, der Sie auf den Planeten Erde gebracht hat, sind Sie. Und Ihr Führer durch die Dunkelheit ist Ihre rechte Hemisphäre, auf deren Anweisungen Sie Ihr ganzes Leben lang hätten hören sollen. Jeder, der hier lebt, ist wie eine Figur, doch seine wirkliche Quelle befindet sich in einer ganz anderen Dimension. Die Figur, die Sie auf dem Planeten bewegen, ist nur ein kleines Teilchen Ihres wirklichen Wesens. Die Zeit existiert nicht wirklich, sie wird nur für die Zwecke des Spiels simuliert. Deshalb sind ein paar Millionen Jahre auf unserem Planeten wie eine Sekunde für die Schöpfer einer neuen Zivilisation. Der Rat des Bösen hat 144.000 konstruktive
Lichtwesen erlaubt, sich zu inkarnieren und für die gute Seite zu spielen. Diese Wesen kennen die ganze Wahrheit und sollen den Menschen zum Sieg verhelfen. Wir nehmen an einem Experiment teil, bei dem entweder die Menschheit die Maschinen besiegen und eine neue Zivilisation und das goldene Zeitalter richten, oder die Maschinen die Menschen besiegen und die sechste Matrix ein schlechtes, für die Menschheit zerstörerisches Ende nehmen wird. Die destruktive Seite hat festgestellt, dass es nur bis zur sechsten Matrix möglich ist, das Spiel zu spielen, in der es entschieden werden muss. Alle fünf bisherigen Systeme wurden durch einen Atomkrieg zerstört. Jetzt ist das Spiel vorbei. Auf der einen Seite des Schachbretts befinden sich die konstruktive Kraft des Universums zusammen mit 144.000 Lichtwesen und anderen konstruktiven Menschen. Und auf der anderen Seite des Schachbretts befinden sich die sechs gefallenen Engel zusammen mit allen Fallen eines Systems, die die Menschheit zerstören und täuschen sollen. Entweder gewinnt die Menschheit oder es gewinnen die Maschinen. Die Lösung. Dies ist eine Botschaft an alle Menschen, die derzeit gegen das System arbeiten. Denken Sie daran, dass Sie konstruktiv sind. Und wenn Sie sich bemühen, anderen zu helfen, die Augen zu öffnen und endlich die Wahrheit zu sehen, müssen Sie in Ihren Aktionen beharrlich sein. Lassen Sie sich nicht von der Matrix auf den falschen Weg führen. Sie dürfen nicht anfangen, destruktiv zu denken. Im Moment gewinnen wir die dunkle Macht, aber das kann sich ändern. Das Ergebnis ist noch nicht entschieden. Hören Sie nicht auf irgendwelche Zyniker und Menschen, die nur logisch denken, wenn sie Ihnen sagen, dass Sie, wenn Sie intuitiv entscheiden, an Engel glauben und gesund leben, seltsam, naiv und dumm sind. Ignorieren Sie sie, wenn sie Ihnen sagen, dass Sie an Märchen glauben und dass es in der realen Welt um etwas anderes geht. Das sind Agenten, die Sie in die Ignoranz und das Chaos zurückziehen sollen. Das System will, dass Sie Ihre Zeit mit Mist verschwenden, mit Unsinn und sich nicht um das kümmern, was wirklich wichtig ist, damit weder Sie noch Ihre Lieben Ihr Schicksal erfüllen und in das goldene Zeitalter eintreten können. Ihre Mission ist von höchster Wichtigkeit für Sie und für die Menschheit. Lassen Sie nichts Sie gefährden. Denken Sie daran, wenn jemand beschließt, seine Mission zu beenden, hat das oft einen Einfluss auf andere Menschen, den er sonst durch sein Handeln auf den richtigen Weg gebracht hätte. Jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch, der auf der richtigen Seite des Schachbretts steht, kann über das Schicksal dieser und der neuen Welt entscheiden. Aber Vorsicht! Nur konstruktive Menschen werden in das goldene neue Zeitalter eintreten. Keiner von denen, die andere absichtlich verletzen, wird passieren. Die Zukunft des goldenen Zeitalters wird nur für die guten und freundlichen Menschen vorbereitet. Das indigo-blaue Mädchen sagte uns auch, dass wir 2012 die gleiche Chance wie jetzt hätten. Wir haben alle auf das goldene Zeitalter gewartet, aber es ist nicht gekommen. Die für die Transformation notwendigen Energien wurden nicht aktiviert, weil wir eine kritische Masse bewusster Menschen nicht erfüllt haben. Man gab uns noch ein paar Jahre Zeit, um noch mehr konstruktive Menschen zu wecken und über die Wahrheit aufzuklären. Nicht alle Menschen müssen aufwachen, aber eine bestimmte Menge muss erreicht werden. Der Übergang in das goldene Zeitalter ist noch möglich. Das Indigo-Mädchen erinnerte uns daran, dass niemand von uns etwas von dieser Welt ins Jenseits mitnehmen kann. Deshalb hat es keinen Sinn, Materie zu sammeln und nach Ruhm zu streben. Das einzig wirklich wertvolle Ding, für das Sie hier geboren werden wurden, ist der Übergang in das goldene Zeitalter der Menschheit. Der kommt, wenn Sie alle Fallen erfolgreich überwunden haben. Eine wichtige Botschaft an alle jetzt, die in ihrem Leben gegen Menschen gehandelt haben. Das sind Politiker, Gesetzgeber, Richter, Anwälte, Ärzte, Mitarbeiter der Pharmaindustrie, Henker, Hinrichtungsbeamte, Beamte und andere, die ungerechtfertigte Macht über andere im System haben. Wenn Sie gegen andere Menschen gehandelt haben, werden Sie nicht in das goldene Zeitalter eintreten.
Nach den Gesetzen des Universums dürfen Sie einen anderen Menschen nicht einschränken, seinen freien Willen nicht beeinträchtigen und ihn weder körperlich noch geistig absichtlich verletzen. Wenn Sie gegen dieses Gesetz nicht nur in Ihrem persönlichen Leben, sondern auch bei der Ausübung Ihres Berufes verstoßen haben, sind Sie zu einem Wesen geworden, das zerstörerisch handelt, und es gibt nichts Gutes, das im System auf Sie wartet. Sie haben jetzt eine Chance, die Sie erlösen können. Sie haben einen sogenannten Joker in Ihrer Tasche, aber Sie müssen ihn sofort nach Lektüre dieses Artikels nutzen. Warten Sie nicht, es bleibt nicht mehr viel Zeit für Sie. Es ist unbedingt erforderlich, dass alle Menschen, die zuvor auf Geheiß des Systems gegen andere Menschen gehandelt haben, sofort ihre Richtung ändern und sich auf die konstruktive Seite begeben. Von nun an dürfen Sie sich nicht mehr absichtlich gegen eine Person wenden. Sie dürfen niemanden fälschlicherweise einschränken oder bestrafen, noch Gesetze gegen Menschen schaffen und verabschieden. Sie dürfen kein Geld von Armen nehmen. Diejenigen unter Ihnen, die von Beruf aus Ärzte sind, dürfen niemandem jemals giftige Medikamente mit schrecklichen Nebenwirkungen geben und dürfen niemandem schaden. Es ist wichtig, dass Sie anfangen, alle Menschen mit Respekt zu behandeln, die es verdienen. Wenn Ihr Beruf es Ihnen nicht erlaubt, konstruktiv zu handeln, ist es unerlässlich, dass Sie zurücktreten und Ihre Kollegen warnen. Was passiert, wenn Sie in Ihren Handlungen fortfahren und weiterhin ein Akteur des Systems bleiben? Sie sind gewarnt worden. Politiker haben die Pflicht und das Privileg, Gesetze so umzuschreiben, dass sie Menschen helfen, nicht Mafiosi oder den Kriminellen. Es spielt keine Rolle, woran Sie glauben, welche Religion Sie haben oder ob Sie überhaupt an etwas glauben. Das Einzige, was zählt, ist, ob Sie ein konstruktives Wesen sind, ob Sie in Ihrem Leben gut und hilfreich für andere gewesen sind. Diejenigen unter Ihnen, die es waren, haben eine große Zukunft vor sich. Nur konstruktive Wesen, die in Ihrem Leben niemanden verletzt haben, oder diejenigen, die im letzten Moment aufwachen und die Seite wechseln werden, werden in das goldene Zeitalter übergehen. Wenn Sie Gewissensbisse haben, aber Ihre Fehler erkannt haben, dann haben Sie jetzt in letzter Minute die Chance, konstruktiv zu handeln und so das goldene Zeitalter zu erreichen. Und seien Sie vorsichtig, das gilt auch für Ihre Gedanken, die ebenfalls konstruktiv sein müssen. Die Gedanken haben eine enorme Kraft und sie beeinflussen die Energien der Transformation ebenso wie Ihr Handeln. Es wird keine Zukunft in der dritten Dimension für Menschen geben, die aufgrund ihrer destruktiven Handlungen oder Gedanken nicht in das goldene Zeitalter gelangen werden. Wenn eine kritische Menge an konstruktiver Energie erreicht ist, wird das System Aktivierungsenergie senden, um den Übergang einzuleiten. Während der konstruktive Teil der Bevölkerung das goldene Zeitalter in der fünften Dimension erreicht, wird der destruktive Teil durch Selbstzündung verbrannt und ihre Seelen werden niemals in die neue Zivilisation eintreten dürfen. Es wird im goldenen Zeitalter keinen Platz für Menschen geben, die jemanden oder andere getötet haben, ob Mensch oder Tier, noch für Menschen mit mutierten Genen, und so weiter. Zusammen mit konstruktiven Menschen werden auch Tiere in die fünfte Dimension einziehen. Das Indigo-Mädchen sagt, dass sogar einige wenige Menschen, die mehr oder weniger Macht haben, einen wirklichen Unterschied ausmachen und den Ausgang des Spiels konstruktiv beeinflussen und die Transformation auslösen können. Wenn es in Ihrer Familie Politiker oder Menschen gibt, die in einer staatlichen Struktur arbeiten, bittet das Indigo-Mädchen Sie, Ihnen diesen Artikel zu zeigen, unabhängig von Ihrer Sturheit. Wir werden gebeten, diese Botschaft in so viele Sprachen wie möglich zu übersetzen und sie in der ganzen Welt zu verbreiten. Wir ermutigen Sie, die Leserinnen und Leser, diese Botschaft mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und mit aufgeschlossenen alternativen Webseiten zur Veröffentlichung zu teilen. Veröffentlichen Sie sie in Ihre Blogs und wenn Sie mehrere Sprachen sprechen, übersetzen Sie sie in Ihre Muttersprache und verbreiten Sie die Botschaft in Ihrem Heimatland und in anderen Ländern. Diese Botschaft ist von großer Bedeutung und ist für den ganzen Planeten gedacht. Ihre Verbreitung sollte nicht bei der Tschechischen Republik aufhören, sondern weit über ihre Grenzen hinausgehen. Es gibt so viele andere Wesen auf der Welt, die es dringend wissen müssen.